Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mafia. Falls man sich vielleicht schon mal gefragt haben sollte, warum springt der immer so komisch, wenn die Aufnahme beginnt? Das liegt daran, dass auf der Taste, wo ich aufnehme, also wo ich auch auf Aufnehmen drücke, dass da halt auch Springen ist als Alternativteil. Muss ich den knacken? Ne, das ist meiner, sehr gut. Deswegen springt der immer so komisch. So, alles klar, dann wollen wir mal loslegen hier. Wo ist die Bank? Ah, das wird wahrscheinlich gleich erst angezeigt, weil wir eigentlich viel zu weit rausgefahren sind. So. Ist immer noch Umerta. Hui, Spaß, Junge. So, die Bank ist da, wo... Ach so, wir sind nicht auf der Karte drauf. Na klar, die existieren gar nicht, weißt du? Mhm. Ist ja schön. Ich glaube, ab hier ist die Karte wieder, ne? Nee. Schade, 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 schade. Aus der Bahn, bitte. Dankeschön. Wir müssen aber gleich wieder auf die Karte kommen. Vielleicht nach dem Knie. Also hier, hier, hier irgendwo. Ich will sehen, wie ich auf die. Ah, ich bin wieder auf der Welt. Juhu. Okay, wir müssen ja eigentlich schon die ganze Zeit geradeaus fahren. Das passt dann schon. Hier die ganze Zeit geradeaus. Weißt du was, wir halten an. Jetzt geben die... What? Stehen bleiben! Nein, niemals! Nein, lassen Sie das! Polizeigewalt! Polizeigewalt! Haltet ihn auf! Niemals! Ich laufe da jetzt einfach hin, ist mir egal. Polizei, gib auf! Okay, ich werde sie wahrscheinlich so niemals abhängen, aber das ist egal. Ja? Ey, das ist ein Strafzettel, ich bin extra angehalten, dachte ja, komm, zahlen wir den, wenn ich mal weitergefahren, ey. So, das hat man davon, wenn man ehrlich sein möchte und dann auch sein Strafzettel bezahlen will. Ja, dann schmeißt du weg. Vielleicht sind die auch nur pissig gewesen, weil ich eine Waffe hatte. Hm, das könnte sein. Ja, wir sind eh gleich bei der Bank, von daher passt das schon. Aber die sind aber hartnäckig. Wir haben viel zu wenig Donuts gegessen, die haben viel zu viel Ausdauer. Ich kann auch hier durch. Aber es bringt mir auch nicht so viel. Dann komme ich ja nur auf der anderen Seite wieder raus. Aber bin nicht wirklich näher meinem Ziel gekommen. Die sind ja immer noch hinter mir her. Boah. Alter, geile Socken. Oder Hose, aber ich glaube, es waren Socken. So, jetzt sehen sie mich nicht mehr. Jetzt alles gut. Erstmal ist alles gut. Ich habe schon. Ja. Ich dachte eigentlich, ich werde vom Auto angefahren, aber so war es ja noch okay. So, hier irgendwo ist die Bank. Da. First National Bank. Ziemlich kleines Gebäude. Und alles ist wieder gut. Frank hat nicht gelogen. Der Koffer mit den Büchern war in dem Safe. Ich bin ohne Probleme drangekommen. Okay, wir können wieder zu Saldiris Bar gehen oder auf dem Weg halt mal bei Lucas Bertone vorbeischauen. Ist halt die Frage. Ne? Schauen wir mal kurz auf die Karte, wo wir überhaupt sind. Ja gut, ich muss eh da lang, ne? Also können wir auch mal wieder bei Lukas vorbeischauen. Mal gucken, was der jetzt von mir will. Wahrscheinlich wieder so eine kleine Gefälligkeit, irgendeinem Freund von ihm helfen oder so. Keine Ahnung. Aber können wir eigentlich machen, warum nicht? Ich meine, warum denn nicht, ne? Zeigt er mir wieder als, ach, wobei das, warte mal. Im Endeffekt heißt das ja wieder, wir sollen irgendwas für ihn tun. Wenn wir das gemacht haben, zeigt er uns, wie man ein Auto klauen kann und wo das Auto steht. Also, naja,
Ich meine, man kann es machen, wenn man unbedingt die ganzen Autos sammeln will, ist das eine coole Sache, aber da ich das nicht unbedingt machen muss, ich mache das jetzt nochmal, danach meist aber auch nicht mehr, glaube ich, weil das ist mir zu nervig. Wo ist er denn? Ach, da. Gut wie erledigt. Würdest du das machen, Tommy? Toll. Aber erschieße nicht. Du sollst ihn nicht töten. Schlag ihn nur windelweich, bis er um Gnade winselt. Wenn du das tust, gebe ich dir dafür auch ein echtes Ausstellungsstück. Klar, wie sieht der Kerl denn aus? Oh, er ist ein echter Gorilla. So ein Typ in der Black Cat Bar. Du erkennst ihn dann schon. Ah. Er heißt Big Stan. Richte ihm aus, es ist eine Lektion von Carlo. Okay, wird gemacht. Super genaue Beschreibung einfach. Sag ich auf jeden Fall, wer es ist. Sehr gut. So, wir müssen dahin. Boah, hätte ich mal doch nicht gemacht. Ey. Weil es ist ja nicht nur, dass ich dahin muss. Dann muss ich auch wieder zu ihm hier zurück. Dann zeigt er mir nur, wie ich ein Auto klauen kann, wo das Auto steht. Dann muss ich jetzt für Salieris Bar eh wieder dahin. Aber ich guck mal, dass ich das alles jetzt hier noch schaffe, dann wird ja jetzt auch wieder ein bisschen länger, weil ich will auf jeden Fall in der Folge noch zu Salieri zurück, um ihm seine Bücher zu geben. Damit er weiß, alles ist gut. Ach, der Lukas, ey, der hat auch immer nur Stress an der, weißt du? Ich hätte nur Freunde, die Stress haben. Schau mich hier unglaublich. Ja, dieses Mal helfen wir noch. Ich glaube, danach mache ich das auch nicht mehr, weil die Autos interessieren mich eigentlich auch nicht so krass. Wenn ich ehrlich bin. Ach so, da muss ich auch noch. Klar, warum nicht? Na, wenn schon, denn schon. Dann können wir gleich wieder ins andere Ende der Stadt fahren. Läuft. Ich finde auch cool, dass die Karte aussieht, als ob man die so gefaltet hat. An manchen Stellen hier zum Beispiel sieht man das ganz gut, da ist auch ein Riss drin und so. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ah, oh, verdammt! Ach ja. So, da haben wir dann auch die Black Cat Bar. Gut, den hauen wir jetzt eben zusammen, das ist ja kein Problem, fahren zurück und dann... Gut, müssen wir uns halt das Auto klauen, danach zu Salieris Bar. Das ist immer so, ja, so eine Art Nebenmission, kann man schon fast sagen, ne? Kann man schon fast echt als Nebenmission bezeichnen. Wenn man es denn wollen würde. So, zack. Das ist auch Salieris Bar. Oder etwa nicht? Ja, kann sein, keine Ahnung. Wäre aber durchaus möglich. So, hier geradezu am Ende der Straße müsste es sein, genau. Na dann, ich denke mal da oben wahrscheinlich eher drauf, ne? Da ist die Black Cat Bar. Na dann. Stellen wir mal aus, hauen wir mal auf die Fresse. Ich hoffe, ziehe ich jetzt eine Waffe? Nein, sehr gut. Und du wirst wohl Big Stan sein, oder wie? Big Stan? Wer will das wissen? Ich habe eine Nachricht von Carlo. Willst du es auch kriegen wie er, oder was? Nein, ich nicht. Scheint dein Glückstag zu sein. Alter! What the fuck? Der Bastard! Ich krieg ich! Okay, das war's anscheinend. Der hat aber ein paar Schwinger drauf gehabt, du. Die hätten meine Mutter ja besser gekonnt. Gut, jetzt fahren wir zurück zu Lukas. Und dann dürfen wir gleich ein Auto klauen. Juhu! So, können wir hier eigentlich schon mal
abbiegen. Ja, da hinten. Ja, piu, geradeaus wie ein Pfeil. Boah, Alter. Hammerhart geschleidet. Hammerhart geschleidet. Ach, jetzt müssen wir wieder auf die andere Insel, ne? Mann. Also so kann man das Spiel natürlich auch ein bisschen in die Länge ziehen, indem man dann diese ganzen Hin- und Herfahrten hat. Aber gut, ich meine, ist ja auch klar, ne? Wir können ja nicht alles direkt nebeneinander aufbauen, das wäre auch ein bisschen Quatsch. Ist ja auch ein bisschen Quatsch. So, hier lang, da lang, dort lang. Und dann sind wir schon wieder bei dem guten Lucas Bertone. Ja, wobei, das kommt drauf an, wo schickt er mich dann hin? Um das Auto zu klauen. Ich glaube nicht, dass er mir einen schenkt. Der zeigt mir immer nur, wie man eins knacken kann. So, hier lang. Hui! Ach ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Über die schöne Brücke rüber, ja. Mit vollem Karacho. Oh, ich bin echt gespannt, wo er mich gleich hinschickt, um ein Auto zu klauen. Vor allem, das muss ich ja dann auch noch klauen. Das ist ja das Schlimme. Da kann ich nicht einfach sagen, oh nö, lass mal. Glaube ich zumindest. Ich glaube, das muss ich klauen. So, da ist eine rote Ampel. Der ist dann ganz schön wagemutig. Und ich fahre einfach hier wie ein junger Gott zwischen den Dingern da durch und dann ist gut. Weil ich es halt einfach kann. So, Lukas, ich bin fertig. Ich habe alles erledigt. Pass auf, aus dem Weg. Ja, geh mal aus dem Weg, ey. So, aber hast du recht. Boah, geil, oder? Richtig gut. Action-Einparkung. Ach, guck mal, eigentlich gut. Jetzt könnte ich rückwärts einfach reinfahren. Und mich perfekt hier hinstellen. Hat er seine Lektion gelernt? Ohne neue Zähne wird er wohl nur Brei essen können. Da wird sich Carlo aber freuen. Also, wo ist das Auto? Es gehört einem Typen im Villenviertel von Oak Hill. Ein wahres Wunder der Technik. Spitzenmotor. Fährt sich echt gut. Vorderradantrieb. Wirst schon sehen. Mhm. Mann, sowas fahren doch nur Filmstars. Genau. Sieh dir das Schloss an. Knackst du im Handumdrehen. Sei vorsichtig, wenn du es dir holst. Der Typ hat ein paar Leibwächter. Okay. Danke, Lukas. So, steht im Tor 810 in Oak Hill. Alles klar. Dann wollen wir mal wieder nach Oak Hill fahren. Fahren wie die Filmstars, aber auch cool.
mir ja schon immer gewünscht, dass ich so fahren kann wie die. Nein! Halt die Fresse. Ich muss hier lang fahren, alles klar. Ist doch nicht so. Ich dachte, wir waren gerade auch schon in Oakville, aber anscheinend nicht. Ich muss echt hier lang fahren und dann da hinten die kleine Straße rein. Okay, die einzige Straße, die rechts gleich abgeht. Dann komme ich nach Oakville. Oakville. Ich bin schon müde jetzt, meine Fresse, ey. Meine Fräse. Ja, ich meine, Leibwächter. Lächerlich. Lächerlich, sage ich mal. Ich gehe einfach hin, klaue das Auto und fahre weg. Was wollen sie denn groß machen? Sagen, ich darf's nicht? Und nehme echt eine scheiß Beschleunigung, die Wagen auf Steigungen. Das ist echt schlimm. Komischerweise alle anderen Autos sind dann komischerweise schneller als meins. Das ist ein bisschen komisch, ne? Boah, ich glaube, das ist Highspeed gerade, ne? 35 ungefähr, was wir fahren. Oh, jetzt holen wir aber auch auf hier. Lenken darf ich halt nicht so viel, das ist halt nicht gut. Guck mal, die Fahrzeuge haben alle das gleiche Kennzeichen, das ist voll lustig. Bei denen hatten wir auch, der ganz hinten gefahren ist, an der Kolonne. Der hat genau das gleiche Kennzeichen, wie wir auch haben. 1350F. Da sind wir gleich. Yeah. Hi. Du Bastard! Finger weg von dem Auto! Hilfe! Polizei! Du willst mich wohl wütend machen? Ha! Hi, ho! Das tut sie zum letzten Mal. Der hatte gerade eine andere Stimme. Alter, lass mich doch mal hingehen. What the fuck? Hey, das tut sie zum letzten Mal. Ja, ich tu dir gleich mal zum letzten Mal. Weh, ey. Alter, warum hat... Der hat so viele... Guck mal, wie viele Schläge der denn noch machen kann. Böse. Ah, da geht er weg. Besser ist das auch. Wie gesagt, der hat ein paar Leibwächter, das ist nur einer. Naja. Können die schneller knacken, hätte ich noch schneller geknackt. Kann ich gar nicht so sagen. Ich meine, gut, der wird relativ flott, glaube ich, sogar unterwegs sein. Das schon, aber... Naja. Okay, na dann. Fahren wir mal wieder zurück zu Salieris Bar. Geben ihm die Bücher und dann ist gut. Ne? Boah, die Wege immer, ne? Das ist halt das Nervige, wenn du für Lukas irgendwas machst. Ich meine, du kriegst immer ein Auto. Da kannst du dir sicher sein. Aber das ist immer so weit alles weg, ey. Beim ersten Mal musst du was für ihn tun. Dann sagt er dir, wie du das Auto knackst und dann musst du es auch noch holen. Wenn er es wenigstens schon hätte, wäre es natürlich geil, aber... Ah ja.
Hallo. Tschüss. Guck mal, der raucht einfach direkt neben der Tankstelle. Ist egal. Heutzutage, du. Ah, da wäre das ein bisschen anders, ne? Wo da eigentlich auch nichts passieren sollte. Man sollte es wahrscheinlich nicht unbedingt riskieren, aber wirklich passieren wird wahrscheinlich nichts. Ich denke, dass so schlimm ist. Also nicht genau mit Handys, weil theoretisch besteht da auch die Gefahr, dass da zu Funkenschlag kommen kann oder so, aber wirklich rein praktisch gesehen passiert da so gut wie nie was. Trotzdem sollte man es wohl, also mit Handy, aber rauchen sollte man nicht, das sollte man, glaube ich, echt nicht riskieren. Weil wenn das dann doch mal passiert, dann hast du Spaß. Weil dann fackelt ein Zweifel das nicht nur ab, sondern explodieren ist vielleicht ein bisschen, Ist ja genau wie die Autos, weil eigentlich explodieren Autos so gut wie gar nicht. Die brennen halt aus, oder das Benzin brennt. Und wenn das Benzin dann weg ist, ja, dann brennt es auch nicht mehr. Aber der Wagen brennt dann halt, ne? Aber wirklich explodieren, ha, irgendwo war das mal, das ist aber schon eine ganze Weile her, da hat man mal so einen Test gemacht. Bei Stern-TV? War das damals bei Stern-TV? Irgendwo war das auf jeden Fall. Da haben die, ich glaube bei Stern-TV war das Tatsache. Und da haben die das halt mal getestet mit dem Auto, ob das explodiert oder nicht. Und es ist halt nur abgebrannt. Und meistens, aber eigentlich immer, brennen sie auch nur ab. Also explodieren, dann werden hier in Berlin schon ganz viele Autos explodiert. Da habe ich noch nie was von gehört. Außer man schießt da vielleicht mit einem Raketenwerfer drauf. Okay, das ist eine andere Sache. Dann könnte es vielleicht passieren. Aber sonst eher weniger. Salieri, ich bin gleich da. Ich bringe dir die Bücher aus. Da kannst du mal reingucken. Wenn er denn. Ja, wobei, gucken kann er, aber ich glaube, lesen kann er eh nicht. Deswegen. Da steht bestimmt überall drauf: Salieri stinkt. Der dachte bisher immer, oh, super Sache, du super Sache. Alter, wie viele Autos da schon stehen? Langsam kann ich da nichts mehr parken, ey. Und langsam echt voll. So. Geben wir das Buch noch und dann ist schön. Oh, ich komme hier gar nicht durch, ich bin zu fett. Scheiße. Was brauchst du? Ach, guck mal, hier können wir uns dann zack. Autos entfernen wollen wir natürlich nicht. Wir gehen jetzt erstmal hier rein und reden mit dem Big Boss. Glücklicherweise kauften mir alle ab, dass Frank tot war und ich seine Leiche entsorgt hatte. Und Franks Beerdigung musste ohne Frank stattfinden. Die Mafia organisiert gerne würdige Beerdigungen für wichtige Leute, auf denen sie die untereinander ausstehenden Geschäfte vergessen. Oder die mit dem Toten. Die Verstorbenen werden in ein gutes Licht gerückt. Das ist ein Grundsatz für jeden Gangster. Wenigstens auf einer Beerdigung. So kam es, dass nicht nur Salieri und unsere Männer lange Reden über ihren besten Freund Frank hielten, sondern auch Morello und andere Gangster. Morello und Salieri weinten Schulter an Schulter. Es sah nicht so aus, als wären sie sich noch vor einem Tag fast an die Kehle gesprungen. Frank hätte sich im Grabe herumgedreht, wenn er tatsächlich tot gewesen wäre. Schätze, alles ging ziemlich gut aus. Ich musste mir nur etwas für Franks Familie ausdenken. Salieri wollte natürlich der armen Witwe seines besten Freundes bis an ihr Lebensende zur Seite stehen. Ich konnte ihm schließlich nicht sagen, dass sie sich zurzeit bequem in Europa erholten. Tom, unsere Probleme sind anscheinend noch nicht vorbei.
Der Staatsanwalt, der Frank beinahe umgedreht hätte, gräbt weiter Schmutz aus. Und man sagt, er hat sogar Zeugen. Scheinbar sinnt der Stadtrat, dessen Sohn ihr erschossen habt, ernsthaft auf Rache. Er ist mit dem Staatsanwalt auf Du und Du. Und wenn wir ihnen nicht auf den Zahn fühlen, werden sie uns Schwierigkeiten machen. Das klingt gar nicht gut. Was viel schlimmer ist, der Kerl traut niemandem. Er hat alle Beweise gegen uns in einem Safe in seiner Villa. Sam und Pauli kümmern sich, während wir hier reden, um die Zeugen. Und du musst diese Beweise beschaffen, Tom. Wie kommen wir da ran? Nun, da ist heute eine erstklassige Gelegenheit. Der Herr Staatsanwalt geht nämlich heute Abend ins Theater. Und sonst ist niemand zu Hause. Das heißt, niemand außer den Sicherheitsleuten. Natürlich, aber das Arbeitszimmer ist leer. Die Villa ist im Millionärsviertel. Unser Staatsanwalt ist nämlich nicht gerade arm. Danke, Luigi. Es ist dir überlassen, wie du reinkommst. Aber rechne damit, dass um die Villa Wachleute patrouillieren. Sobald du drin bist, hast du es geschafft. Die Villa ist leer. Das Büro des Staatsanwalts ist im ersten Stock und in der Wand müsste ein Safe sein. Dafür nimmst du Salvatore mit. Das ist ein Mann, der praktisch jeden Safe in Amerika knacken kann. Sobald du alle Beweise hast, müsst ihr verschwinden, bevor der Staatsanwalt zurückkommt. Okay, Boss. Wo finde ich diesen Salvatore? Er wartet unten in Hoboken auf dich, an der Ecke beim Stadion. Du kannst ihn auf dem Weg zur Villa mitnehmen. Ich muss dir nicht sagen, wie wichtig dieser Job für uns ist, Tommy. Buona fortuna. Ich tue mein Bestes, Boss. Und Tommy, falls du auf den Staatsanwalt triffst, leg ihn nicht um. Auf keinen Fall. Das macht uns nur noch mehr Ärger. Verlassen Sie sich drauf, Boss. Alles klar, wir wissen, was zu tun ist. Und das werden wir in der nächsten Folge angehen. Ich bedanke mich bei euch und bis dahin, haut rein.